Es gab etwas zu feiern an diesem Pfingstwochenende. 100 Jahre Asel und zugleich 100 Jahre Edersee. Keine Frage, bei diesem besonderen Anlass hat sich manch einer die Geschichte des Dorfs und der Talsperre doch noch einmal genauer angesehen. Denn klar ist auch, gäbe es die Edertalsperre nicht, wäre das Dorf Asel heutzutage wesentlich älter, als es nun einmal ist. Denn als die Eder gestaut wurde, war Asel eines der drei Dörfer, die damals überflutet und umgesiedelt wurden. Am Pfingstsonntag wurde all dem gedacht. Doch der Reihe nach. Die 100 Jahre im Zeitraffer zu zeigen, war eines der Ziele des Organisationsteams um Ortsvorsteher Thomas Ruch. Kein Wunder also, dass es diverse historische Dinge in Asel zu bestaunen gab. Alte Fahrzeuge, die Arbeit eines Schmieds oder des Bildhauers. Doch keine Sorge, wer nun denkt, es habe lediglich einen Blick in die Vergangenheit gegeben, der irrt's. Denn verteilt im gesamten Dorf gab es noch einiges mehr zu entdecken. Rund 50 Aussteller präsentierten ihre Waren. Eines einte sie alle: der Bezug zur Edersee-Region. Auf den hatte das Planungsteam besonderen Wert gelegt. So gab es bunte Blumen für die Gartenfreunde unter den Besuchern, Informationen über die Region und natürlich Kleinkunst und Dekoration in Massen. Unter das Motto Kommen, Sehen und Staunen hatten die Aseler ihren Festakt vorab gestellt. Dem wurden sie ohne Zweifel gerecht. Beim Hufschmied, beim Klettern oder beim Seilspringen, besonders für die Kinder hieß es mitmachen. Beispielsweise gab es auch eine Spielstraße für die jungen Besucher. Alles in allem also ein würdiger Geburtstag, sowohl für das Dorf Asel als auch für den Edersee. Und zugleich ein erneutes Indiz, dass mit der nötigen Portion Engagement und Fleiß mit einer guten Dorfgemeinschaft manch große Veranstaltung erfolgreich gestemmt werden kann.